Dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Wochenhoroskop für die Woche vom 10. bis zum 16. Juli 2023. Widder. Die Woche beginnt etwas stressig. Kritische Aspekte von Pluto, Sonne und bis Montag auch von Merkur machen Ihnen da zu schaffen. Ab der Wochenmitte entspannt sich die Situation. Merkur im Löwen verhilft Ihnen vor allem bei finanziellen Verhandlungen zu einem selbstbewussten und souveränen Auftreten. Mit Venus im Trigon zu Ihrem Zeichen steht jetzt auch die Liebe unter einem guten Stern. Stier. Die Liebe macht diese Woche eine kleine Pause, weil Venus ein wenig schmollt. Trotzdem dürfen Sie sich auf entspannte Tage mit vielen schönen Momenten freuen. Mars in der Jungfrau und dem Trigon zu Ihrem Zeichen machen Sie aktiv und unternehmenslustig. Toben Sie sich am besten bei sportlichen Aktivitäten aus. Hinterher können Sie schöne Stunden in Familien- und Freundeskreis genießen. Zwillinge. Merkur und Venus strahlen mit Ihnen heute um die Wette. Ihre Lebensfreude begeistert auch Ihre Mitmenschen und Sie sind überall gern gesehen. Liebesplanet Venus schickt Ihnen wunderbare Menschen über den Weg. Sie könnten schon in naher Zukunft für Sie von Bedeutung sein. Nur Mars macht Zicken, er steht im Quadrat und sorgt immer wieder mal für schwache Momente. Tipp: rechtzeitig ausruhen. Krebs. Die Sonne steht in Ihrem Zeichen und lässt Sie mit guter Laune durch die Woche gehen. Und Mars macht Sie selbstbewusst und stark. Sie wissen, was Sie wollen, alles geht Ihnen leicht von der Hand. Da sich die Sonne mit Uranus im Sextil trifft, können Sie Ihre Pläne auch relativ schnell umsetzen. Sie treffen jetzt auf Menschen, die Sie unterstützen und denen Sie vertrauen können. Siehe Neptun-Trigon. Löwe. Sie lieben es ja, sich hin und wieder auf das eine oder andere Abenteuer einzulassen, lieber Löwe, aber Vorsicht! Mit Uranus im Quadrat zu Ihrem Zeichen ist nicht zu spaßen. Da enden Abenteuer oft anders als erwartet. Deshalb besser jetzt keine unnötigen Risiken eingehen und das Leben so genießen, wie es gerade ist. Mit Venus- und Merkur-Aspekten lässt es sich doch auch so wunderbar aushalten. Jungfrau. Sie werden von Sonne, Mars und Uranus verwöhnt. Dieses Trio sorgt dafür, dass Sie gut durch die Tage kommen. Die Sonne trifft sich mit Uranus und hilft Ihnen, wenn Sie etwas Neues auf die Beine stellen möchten. Sie dürfen sich ruhig mehr zutrauen und etwas risikofreudiger sein. Nur Neptun und Saturn klinken sich aus und schwächen Ihre Energie ein wenig. Achten Sie deshalb auf eine gesunde Ernährung. Waage. Venus und ab Dienstag Merkur stehen in wunderbaren Löwen. Stellen Sie Ihr Licht also nicht unter den Scheffel, fordern Sie ruhig ein, was Ihnen zusteht. Es gibt nur eines zu beachten, treffen Sie vor Dienstag keine wichtige Entscheidung und lassen Sie sich auch später nicht dazu drängen, wenn Sie noch Bedenkzeit brauchen. Will man Sie unter Druck setzen, dann stimmt etwas nicht. Skorpion. Diese Woche trifft sich die Sonne mit Uranus in einem herrlichen Sextil. Diese Energien sind für Sie ein Glücksfall. Sie können endlich die Dinge anpacken, die Sie schon lange vor sich hergeschoben haben. Sie werden jetzt auf keine Widerstände stoßen. Bei aller Freude darüber sollten Sie dennoch Vorsicht walten lassen, wenn es um Geld und Finanzen geht. Ihr Merkur ist in dieser Woche ziemlich launisch. Schütze. Mars steht in Ihrem Quadrat zu Ihrem Zeichen, lieber Schütze, und unter einem solchen Aspekt gibt es immer ein paar Momente, wo Sie sich schwach und erschöpft fühlen. Dennoch kein Grund zum Trübsalblasen. Merkur und Venus im Trigon sorgen alles in allem für eine gelingende Woche. Sie haben ein gutes Händchen für Geld und auch in der Liebe läuft alles nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Steinbock. Wundervolle Aspekte, wohin man auch schaut. Das macht Sie, lieber Steinbock, astrologisch zum Gewinner der Woche. Im Klartext heißt das, beruflich gibt es viel Anerkennung und die Erfolge, die Sie jetzt einheimsen, machen sich auch auf Ihrem Bankkonto positiv bemerkbar. Und auch die Liebe trägt dazu bei, dass Sie wieder richtig Spaß am Leben haben. Sie haben es sich verdient. Wassermann. Sie sehen ja gerade, dass die Dinge sich viel weniger dramatisch entwickeln als befürchtet. Also sollten Sie sich erst einmal entspannt zurücklehnen. Und bitte, keine Abenteuer, keine hochfliegenden Pläne, keine Risiken. Dafür ist jetzt unter einem kritischen Uranus-Aspekt der falsche Zeitpunkt. Genießen Sie lieber das, was Sie schon haben. Gute Freunde, eine vertraute Beziehung und Ihr stilles Glück. Fische. Mars schenkt Ihnen viel Selbstbewusstsein und mit Sonne und Uranus kommt auch viel Lebensfreude in Ihren Alltag. Nutzen Sie das für sich. Sie schaffen jetzt alles, was Sie sich vornehmen. Zudem hilft Mars bei wichtigen Entscheidungen. Auch Jupiter schickt noch viel positive Energie, macht gute Laune und kleine Ärgernisse können Ihnen gar nicht viel anhaben. Freuen Sie sich auf eine tolle Woche. Das war dein wöchentlicher Blick in die Sterne auf Sol FM, damit du gut durch deine Woche kommst. Und das aktuelle Wochenhoroskop gibt es auf der Seite www.fuerteventura.news als Video und als Podcast zum nochmal anhören.